Allerhöchstens. Der braucht immer ein bisschen, bis er da ist, bis er sich fängt. Es ist also definitiv so, dass gerade jetzt diese Wiederholungen, diese einfachen Sätze, wo ich immer wieder drauf rumreite in Selbstgesprächen, weil das wirklich zuerst einmal das Wichtige ist. Und jetzt komme ich kurz zu der Corona-Krise in Bezug auf deine Verhaltensweisen. Ich habe das schon mal angesprochen, ich merke aber wieder in Einzelgesprächen unter Bröseln, dass das Wesentliche nicht angekommen ist. Erinnert euch, in einem der letzten Selbstgespräche habe ich die Geschichte nochmal aufgegriffen mit den Bankern und den Bankern. Und es ist definitiv so, es geht nicht darum, dass du gegen was rebellierst. Wenn du rebellierst, musst du gegen deine jetzige Logik rebellieren. Der Heilungsprozess entsteht in dem Moment, wo du ganz bewusst das Gegenteil von dem machst, was deine Logik dir vorschreibt. Das heißt, ich sage zuerst einmal, wenn dein Charakter ein Mainstream-Charakter ist, ich sage mal so diese Unterwürfigkeit gegenüber dem, was man das offizielle, die offiziellen Medien und die offiziellen Gesetze sieht, wenn das dein Charakter ist, dass du unterwürfig bist, dann sage ich, geh auf die Straße und rebelliere und scheiß dich an Dreck drum, was die in den Medien vorschreiben. Wenn du jetzt aber ein Freigeist bist, in deinem tiefsten Innern, dann passiert was Eigenartiges, dass du die Gegenseite kriegst, indem du dich an die Gesetze hältst, weißt, dass die Scheiße sind. Darum sage ich, gib des Kaisers, was des Kaisers ist. Das heißt, wenn Ausgangssperre ist, dann bleib einfach zu Hause. Zieh dich in dich zurück, auch wenn du weißt, dass das nur ausgedacht ist. Es geht mir nicht um die Sachen, die du dir ausdenkst, sondern um dich selber, um den Heilungsprozess, der nur dann stattfindet, wenn du ganz, ganz bewusst von dem, was dir zurzeit logisch erscheint, das Gegenteil zu machen. Genau. Das ist, wenn du zum Beispiel zu Krause und Konsorte gehörst, dass du immer wieder aufpreist. Das ist so undiszipliniert deines Egos gegenüber. Und jetzt immer daran denken, das, was ich mache, ist nicht Häme und Spott über den Krause, die letzten Einträge und Konsorten, sondern es ist genau die Hilfestellung, weil ich immer wieder ihn darauf hinweise, was ihm fehlt, dass er heil wird. Und es bricht halt immer wieder das Tier durch, ohne Ende. Es kann einfach dieses einfach mal die Fresse halten. Dieser Holofeeling-Scanner fällt vollkommen bei dieser Figur. Jetzt können wir wieder darüber diskutieren, was ist der Krause jetzt? Ein Gedanke. Ein Gedanke kannst du sowieso nicht verstehen. Du wirst immer mal die Frage stellen, ist jetzt da ein Geistesfunk von mir dahinter oder ist es nur eine KI? In unserem Multiplayer-Spiel, was ich so oft gesagt habe, mach dir jetzt erst einmal bewusst, ob du es mit einer KI zu tun hast oder ob zumindest ein Hauch von Funke da ist. Weißt du, mit Weisheiten rumschmeißen, die er letztendlich nur aus den Ohren Bohrungen hat oder aus dem Zusammenhang reißt, auffächert wie ein Weltmeister, aber den ins Gesicht spuckt, wo er Genau. ich stehe da über den Dingen, unermüdlich, ein Erweckungsprozess und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt, der wird sich wundern. Aber das Schöne ist, nicht, dass ich strafe, er hat die Logik, dass er das selber macht. Sein Unwohlsein, all das ganze Zeug. Die Gefühle, die du erlebst, solche einfache Sätze, die Gefühle, die du Geistesfunken erlebst, werden niemals erzeugt durch einen Reizauslöser, egal wer oder was in dir auftaucht. Deine Ängste, all das ganze Zeug, da ist nicht irgendein Gedanke schuld wie Corona oder hier, ich könnte auf die Straße fliegen, ich verliere meine Wohnung oder meinen Arbeitsplatz. Das sind nur Worte, Bilder, Gedanken, selbst wenn jetzt das in dir auftaucht und du denkst, das sind es ja auch nur Worte in deinem Kopf, Informationen. Jetzt könnte ich wieder sagen, die du selbst sprichst, jetzt blau, blau gelesen. Ja. Du sorgst dafür, dass du dich jetzt scheiße fühlst. Das sind aber nicht die Worte, die dich unwohl fühlen lassen, Unwohlsein fühlen lassen. Es ist deine zwanghafte Reaktion auf das Selbstgedachte, auf das Selbstausgedachte. Eindeutig. Das ist das Einzige, was man verstehen muss, und das kann nur der verstehen, der sich alles ausdenkt. Ja, man leidet unter seinen eigenen Vorstellungen, oder? Richtig, immer. Und dann ist es ganz, ganz schlimm, gerade mit Holofeeling, die Gefahr, wenn man schon Holofeeling irgendwie negativ sehen will, was gefährlich ist an Holofeeling ist, es kann durchaus das falsche Ego aufblasen. Ja. Kann ich dir jetzt viele Figuren in unserer Geschichte erzählen, die hier ihr Ego aufblasen, weil sie meinen, sie wüssten was, weil sie Ohrenbohrungen über Jahre studiert haben, aber letztendlich genauso egoistisch einseitig funktionieren die Brösel sind, wie sie vorher waren. Ja. Das ist das einzige Gefährliche an Holofeeling, dass sich das Ego aufbläst. Klar. Kann man nicht ganz normal einfach das sein in seiner Rolle, was man ist, einfach nur einer von vielen Bröseln? Ja.
der da ist, um andere zu helfen. Mensch, erkenn dich selbst, heißt es immer wieder. Reden wir von dem roten Menschen oder von dem blauen? Beim blauen Menschen heißt es, der Mensch ist der Maß aller Dinge. Der, der sich's ausdenkt, ist der Bestimmer für alles, was er sich ausdenkt. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Wieder so ein einfacher Satz. Jetzt weise ich dich auf was hin und du sagst ja aber. Ich sage, okay. Ich versuche dir, die andere Seite nicht einzuhämmern, du wirst dieselbe in dich hineinprügeln. Zeit spielt in dem Spiel keine Rolle. Vom Saulus zum Paulus werden. Und der Saul ist ja der König, interessant, er schreibt sich ja Schaul, der König der Totenwelt. Ja, genau. Das Totenreich. Das Totenreich. Haben wir auch schon etliche Geschichte. Geschichte von Magog. Ja. Gog und Magog. Ja. Wo hier der große Prophet auftaucht. Immer ich. Ich natürlich jetzt nicht der Uda und dann doch wieder irgendwie. Ja. Der große Prophet auftaucht und sagt, du musst den König Agog vernichten. Und alle Tiere, alle Pflanzen, du kennst alle Tiere, seine Frauen, alles töten. Komplett ausrotten. Das Gag, das Ausgedachte. Ja. Was nicht heißt, dass du dir nichts ausdenken darfst, sonst bist du ja schon wieder einseitig. Ich sage, selbstverständlich darfst du dir was ausdenken. Damit erschaffst du ausgedachte Welt um dich herum, aber du darfst nie eine Sekunde vergessen, dass du derjenige bist, der das aus sich heraus schöpft, um sich herum verstreut und dass es letzten Endes trotzdem einzig immer, immer in dir drin ist, untrennbar mit dir verbunden ist, jeder Gedanke, den du denkst. Ja. Diese Aussage ist wieder hundertprozentig sicher. Ja, klar. Sofort überprüfbar, ohne intellektuelles Wissen. Wenn der Zweite in dir übermächtig ist, ja. Das ist der Prozess. Die Dunung liegt auf Tier. Ja. In dir. Das Tier. Bis du dann offensichtlich immer noch zu sein glaubst, mit dem du dich verwechselst. Mhm. Es kommt jetzt rückwärts, kommt dieses Leben, wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Wenn man über viele Jahre jetzt wieder normal Bröselebene gedacht, viele Seiten Holophilien gelesen hat und jetzt immer wieder zurückblättert, das muss ich jetzt euren Charakteren Redo Tiana und Konsorten, das ist die andere Seite, überhaupt nicht erzählen. Wenn man dazu verstehen anfängt, dann greift einen eine tiefe Demut an über diese göttliche Schöpfung. Absolut, danke. Absolut. Ja. Auch eine Form von Reichlichkeit. Reichlichkeit, das Wort absolut. Ja. Dann kann man selbst Absolution erteilen. Ja. Und tun muss man nichts, es passiert ganz einfach. Ich sage mal, das Heureka ist ein Erkennungsprozess. Dieser eigentliche Prozess des Erkennens ist dann schon ein Chat. Ein Chat, das komplett durchschaut ist, weil man einen größeren Zusammenhang erkennt. Ja, und dann brauchst du auch keinen mehr, der dir das bestätigt, weil das sind ja auch nur wieder Gedanken, oder? Und das ist übrigens der wundervolle Vortrag. Jetzt natürlich wieder zwei Seiten von dem Hörmann. Ich habe den Hörmann schon öfters gebracht und ich finde ihn ja so knuffig. Jetzt wird er ein ernster und die ganzen Ansätze, das ganze Denken ist auf einer weltlichen Ebene so unendlich frisch. Dieses Höhere, wenn man den Vortrag länger anhört, da kann man sich einige anhören noch jetzt, wo er Vorschläge macht, kann ich eventuell mal was noch mit reinstellen. Aber man darf dabei nie vergessen, es wird zu keiner Lösung führen, es ist immer noch raumzeitliches Denken, das sind Zwischenschichten, das ist nicht dieser Riesensprung in eine vollkommen neue Welt, sondern rein einmal Vorschläge, geistreich, wo ich sage, was man machen könnte, dass man immer noch dieses normale Trockennasen auf dem Leben, das ganze Finanzdenken, wo er hier ganz klipp und klar darauf hinweist, dass diese Selbstentmündigung, das am Anfang steht, das Bewusstsein, wir müssen alles das da mal umdrehen, hast du den Vortrag gehört? Ja, das war alle. Es muss alles umgedreht werden. Es ist ein muffiges Kerlchen. Das ist auch, wie ich immer wieder sage, hier mit Andreas Popp, Plan B habe ich angesprochen. Ja. Was die natürlich noch sind, die versuchen, diese Welt am Leben zu halten. Genau. Da ist noch die ganze Struktur. Holofeeling greift ganz am Anfang an der absoluten Wurzel von dem, was ist. Genau. Was das dann mal die Wirkursache ist für alles, was überhaupt auftaucht. Es ist ein Unterschied, aber ich sage, am Anfang steht das Bewusstsein und mache dann doch nochmal weiter und ich begreife, was das dann wirklich für mich bedeutet, wenn ich dieses Bewusstsein bin, rot geschrieben.
Das einzig Immerseiende, das Wort bei Bewusstsein ist bei denen immer noch Bewusstsein, was ausgedacht ist. Ja. Der Schritt fällt. Ja, absolut. Ja. Dass man Bewusstsein so etwas macht, was man besitzt. Ja. Und der, der es besitzt, ist dann immer noch der sterbliche Mensch. Naja, klar. Ja, der Materialismus ist halt, das ist die erste Grundlogik, die man in Frage stellen muss. Darum sage ich immer wieder, gerade dieses Umtauschen und diese Entmündigung, dass ich immer wieder auch sage, dir muss klar machen, die Menschen um dich herum sind Spiegelbilder von dir. Das heißt, gestehe dir doch einfach mal ein, dass dein ganzer Schwamminhalt nachgeplappertes Wissen ist. Facetten von Facetten von Facetten, und ich meine, ich wüsste schon alles. Diese Beispiele, das Schwammbeispiel, die haben alle so eine unendliche Tiefe. Dass man hier jetzt auch, wenn man Filme anschaut, was Religion aus dem Menschen macht, diese weltlich ausgedachten Religionen, diese Sekten. Was nicht, habt ihr das, hast du in das Unorthodox reingeschaut kurz? Noch nicht, nein, den Trailer habe ich angeschaut. Der ist so nicht so interessant, das sind ja bloß, glaube ich, 4 oder 5 Teile, ist an und für sich relativ langweilig, aber es ist ein interessanter Aspekt, ist nicht dieses Freiwerden wollen dieses Mädchens, das dann in die westliche Welt nach Berlin geht, sich freimachen will von diesen extremen Dogmen dieser ultraorthodoxen Juden und was für Fanatiker das sind in ihren Regelsystemen. Und du kannst alles setzen, darum sind das alles Gesetzesverletzer. Von den eigentlichen Gesetzen, egal welcher Partei du zugehörst, welcher Religion du zugehörst. Ja. Weil ich zuerst einmal sage, die du dir jetzt ausdenkst, sind zuerst einmal alle tiefgläubige Materialisten, die haben die Symbolik nicht verstanden. Die leben in einer Welt von Raum und Zeit und von Vergangenheit, wo sie, das was sie zu sein glauben, in der Vergangenheit entstanden sind. Ja. Darum ist so wichtig, wo kommt der Geist her, der sich das alles ausdenkt? Ist der in der Vergangenheit entstanden? Vergangenheit entsteht hier und jetzt, wenn du dir Vergangenheit denkst, und sie ist nur hier und jetzt, in ständig wechselnden Bildern, die du um dich herum verstreust in Raum und Zeit. Und wenn man das jetzt hört, das ist ein Segen, dass man darauf hingewiesen wird. Obwohl es so offensichtlich ist, wenn man einmal rot geschrieben selbst zum Denken anfängt und nicht nur auf diesen zwanghaften Gleisen der anerzogenen Dogmatik denkt, die dir vorschreibt, was logisch und was unlogisch ist. Von dem großen Logos, der Weisheit, die in einem liegt, ganz tief in einem versteckt ist, das Zentrum unseres Tetraederspiegels, des absoluten Mittelpunktes. Solange ich noch ausgedachte Mittelpunkte mir denke, das kannst du vergessen. Ein ausgedachter Mittelpunkt ist nicht der Mittelpunkt. Da befindet sich die Peripherie. Darum ist es diese einfachen Worte Sinnes, wenn eine das absteckt, wenn man jetzt das letzte Video hier, wo wir ein bisschen mitten in den Tenaf, in die Tora wieder reingehen. Da steckt alles drin, darum sage ich immer, Weinrib ist wundervoll, wenn man sich damit beschäftigt, aber wir können genauso in die Astrologie gehen, wir können in den I-Ging reingehen, da kannst du, der ist genauso komplex, bloß eine komplett andere Art von Rechensystem. Ja. Aber die Grundlage ist alles vereinbar, arithmetisch vereinbar. Oder in Sanskrit oder was es sonst noch alles gibt. In der tiefsten Ebene ist immer dieselbe Weisheit. Diese nicht denkbare, große, die Kollektion aller Kollektionen, das ist Holofeeling, das beschreibt Holofeeling. Darum wiederhole ich auch immer wieder die kleinen Hinweise, ob jetzt das unser erstes Selbstgespräch, kannst du immer nur, jetzt, wenn ich jetzt den Diana-Charakter oder den Redo-Charakter habe, ich könnte jetzt noch andere Namen nennen, dass man diese Schriften, die man vielleicht einmal vor 10, 15 Jahren das erste Mal gelesen hat, schon mehrere Male gelesen hat, dann stehen die wieder angeblich in dem Bücherregal, die sind immer in dir drin. Ja. Sie beginnen zu existieren, wenn ich dann immer höre, glaubst du, ich habe das Buch schon so oft gelesen, jetzt lese ich das wieder, ich kann schwören, das war vorher nicht drin gestanden. Ich sage, das Buch, das jetzt auftaucht, ist ein vollkommen neues Buch. Ich kann doch deine Gedanken verändern. Wie oft weise ich darauf hin, dass all die Sachen, die du denkst, in dem Moment entstehen, wenn du sie denkst. Jetzt kann ich natürlich dann wieder normal interpretieren, das war schon immer drin gestanden. Dir ist das bloß nie aufgefallen. Du hast ja überhaupt nicht resoniert. Sätze, wo du jetzt sagst, boah, ist das stark. Nein, bist du drüber geflogen, als wenn die nicht da gewesen wären. Nein, absolut. Das ist jetzt, was unser Bezi so schön macht, wenn er erzählt, dieser absolute Jungrocker, wo er war mit den Texten und jetzt plötzlich geht die Musik relativ, ist zweitrangig geworden. Jetzt stürzt er sich plötzlich auf die Texte und sagt, mein, der Wahnsinn, was sind das für Texte? Da habe ich ja vor 20 Jahren überhaupt nichts mitgekriegt. Ja. Der Fokus hat sich verloren. Ja.
Das ist genau immer wieder das Spiel, wenn sich dein Fokus verlagert, dein Wertesystem, deine Interessen verlagern, verwandelt sich alles, obwohl oberflächlich betrachtet immer noch dasselbe da ist. Also natürlich immer wieder neu entstehen, aber plötzlich hast du einen komplett anderen Fokus. Ja. Und einer, der nur in seinen Einseitigkeiten drin hängt, ob jetzt das hier ein Verfechten der offiziellen Meinung ist oder der Verschwörungstheorien, ist so gleichgültig, es ist unvollkommen, es ist das eine wie das andere Einseitigkeit. Es bleiben einfach nur vergängliche existierende Informationen von dir. Ja. Und das ist natürlich schon ein starkes Stück, wenn du jetzt an Überlebenslängste leidest oder an irgendwelchen Sachen festhältst, zum Beispiel jetzt menschlich gesehen an Familien, an Kindern, weil dein Programm dir das vorschreibt, immer dran denken, denk wieder an unsere Wildgänse. Mhm. Mutterliebe hat mit der Liebe, von der ich rede, nichts zu tun. Das ist ein Programm. Ja. Gibt es natürlich auch welche Mütter, die dann ihr Kind ablehnen. Ja. Weil wenn wir uns was denken, gibt es immer in dieser Welt ein Gegenteil dazu. Ja. Aber das, was man normal nennt, ist es ein Programm. Das ist Liebe unter Zwang. Sexualität ist Liebe unter Zwang. Du bist getrieben ohne Ende. Und es sucht sich keiner raus, was ich sage. Deine Vorstellungen und Fantasien von Sexualität sind in deinem Schwarminhalt mit drauf. Und dann immer wieder zu bestimmen, die einseitige Vorstellung von richtig ist das Einzige, was sein. Alle müssen diese Vorstellung haben. Da haben wir die Traditionen, die Religionen, falsch gelehrte Religionen, diese Zerstrittenheit in allen Bereichen, ob das die Moslems sind, ob das die Christen sind, ob das die Buddhisten sind. Und jeder meint, ich habe den richtigen Glauben, weil er mir logisch erscheint. Und dann mauert man. Und das ist das, die Logik, diese einseitige Logik dieses Gefängnisses. Du wirst dir mit deiner Logik immer vollkommen logisch erklären, dass die anderen nicht recht haben. Und dann kommt natürlich, wenn ich jetzt Geist bin, wenn ich wirklich wach bin, wenn das Solo-Feeling-Filter fällt, ich reagiere wie ein Tier, wie ein angegriffenes Tier, wenn mich einer anschießt. Ja. Weißt du, die Größe zu haben, wenn einer zu dir sagt, hier, du bist ja bloß ein Arschloch, ihn einfach anzulächeln und sagen, stimmt. Ja, stimmt, genau. Juhu. Ich bin das Loch, aus dem die ganze Scheiße herauskommt, die du erlebst. Da kannst auch du dazu. Mhm. Unsere Lochots. Ja. Euch zwei hat es ja jetzt auch ganz schön auf der Brösel-Brösel-Gespräch ganz schön auseinandergerissen. Ja, Prüfung. Wir sind beide in mir drin, der Reto und die Diana, wenn ich an die denke. Das ist immer, am meisten ist man eins, wenn man das, was man nicht denkt, mit denen ist man absolut eins. Ja, genau. Was ich sage immer wieder, um etwas blau lieben zu können, musst du dir das hassen. Das heißt, du musst es von dir stoßen, sprich, du musst es dir ausdenken. Aber wenn du an den denkst, den du lieben willst, blau gelesen, musst du dann auch einen Liebhaber dir denken, weil da kommen ja zwei dazu zur blauen Liebe. Immer das Objekt des Begehrens und der das Objekt begehrt. Das ist wieder plus minus. Ja. Und die rote Liebe ist sowieso. Dieses Allumfassende. Das war jetzt, was ich ja nochmal hier jetzt gerade reingestellt habe, hier mit dem Liebesbewusstsein. Mhm. Bist du schon absolutes Liebesbewusstsein? Bist du einer, der vor dem Bücherregal steht, wo verschiedene Lebensgeschichten drin sind, mit unterschiedlichsten Charakteren, oder wir gehen in die ganze Belletristik, kannst du schon die Komödien genauso, die Gruselfilme und die Horrorfilme genauso und die Dramen lieben wie die Komödien und die Liebesfilme. Ja. Dann tust du dich allumfassend geistig ernähren. Ja. Dann kann eigentlich erst ein größerer Lernprozess einsetzen. Ja, sind tückisch, diese logischen Gefängnisse. Die sind einfach tückisch. Und was man auch als erstes lernt, das nützt auf der unteren Brüssel-Ebene nichts, wo ich immer wieder sage, wenn keine Neugier da ist, Neugier ist Geist. Und jeder Mensch, der nicht auf das neugierig ist, was er bisher bekämpft hat, was daran eigentlich logisch ist, weil aus seiner Logik heraus ist doch das absolut offensichtlich, das sieht doch jedes Kind, dass das total unlogisch ist, was die denken. Die Gefängnismauern. Das sind Beispiele. Zeig mir die Weißen deiner Welt. Und die hockst du dann sowieso ab, weil ich sage, das Spiel musst du eh alleine spielen. Darum zieht man sich jetzt in eine gewisse Klausur zurück. Ja, genau.
gibt dem normalen Leben des Kaisers, was des Kaisers ist. Genau. Du wirst ein Er von vielen, ein nicht existierender Erwachter von vielen nicht existierend Erwachten, die es aber als Existenzen nicht wissen. Aber da müssen wir uns keine Gedanken machen. Ich immer wieder sage, alles, was existiert, löst sich sowieso auf. Also das musst du ja gar nicht bekämpfen. Ja. Weil das Existierende löst sich eh auf. Du musst bloß das Prinzip verstanden haben. Ja. Ja. Du musst nichts dazu tun, dass sich das los wirst. Ja. Indem du es zurücknimmst. Das ist das mit Leben. Die Schwierigkeit ist, wenn man das Prinzip nicht verstanden hat, dann ist, wie ich immer wieder darauf hinweise, du hältst das, was du nicht haben willst und bekämpfst, da hältst du am Leben. Sobald du anfängst, der Krankheit zu bekämpfen, wird die Krankheit sich in die Länge ziehen, in dem ewigen Hier und Jetzt, weil du es eben nicht haben willst. Ja. Du meinst, du könntest da außen was vernichten. Es vernichtet sich, wenn du es nicht mehr denkst. Ja. Das ist das Spiel. Das gilt jetzt nicht nur für die Krankheit, sondern für alles. Aber das Vernichten ist nichts Negatives, sondern das ist das Einswerden. Du nimmst es zurück fürs Klo, wie ich immer wieder sage. Ja. Das Wasser schließt sich wieder, das Waterclosett. Wie sage ich immer, ich bin die Tür, ich bin der Türöffner, ich öffne die Tür und ich schließe sie. Ich bin Vader, ist Vater. Ja. W ist V. Ja. Ich öffne die Tür und jetzt hast du momentan ein kleines, ich könnte in einem gewissen Maß sagen, ein kleines schwarzes Loch, wo du von der einen Welt in die andere kommst. Ja. Aber das schwarze Loch ist doch wieder unser Reich, in dem alles verbunden ist. Das kannst du wieder wie den mittleren Spiegel sehen. Du kannst dir was in die Richtung ausdenken und in die Richtung ausdenken. Oder in die, oder in die, oder in die, das sind unsere vier Weltgegenden. Das heißt, in was für einen dieser vier Quadranten setzt du dich eigentlich rein? Das schöne Beispiel, wo ich sage, egal welchen Punkt du setzt, wenn du als Hintergrund die Unendlichkeit hast, ist jeder Punkt der Mittelpunkt von der Unendlichkeit. Genau. Unendlich weise, wenn man sie geistreich zu lesen vermacht. Nicht, wenn man raumzeitliche Vorstellungen aufbaut. Das machen deine weltlichen Lehrer, deine Professoren, die du dir jetzt ausdenkst. Aber es sind ja nur Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Dass ich immer wieder sage, die besten Lehrer sind die, die dir jetzt zeigen, wie man es nicht macht. Ja. Der Witz ist, wenn jetzt einer in dir auftaucht, der sich über alles aufregt und du willst ihm das erklären und dann reagiert er extrem batzig, dann musst du erkennen, das ist mein Spiegelbild, wenn ich jetzt anfange, ihm das mit Gewalt einzureden. Ja. Das sind wieder Lehrstücke. Wir haben ja im Fernsehen jetzt wieder hier das Sommerhaus, nicht Sommerhaus, unter Balmen, Stars unter Baumen, ich mache für Geld alles. Da wieder so eine geniale Sendung, dass du diese primitiven Charaktere siehst, die man Promis nennt. Ja. Ist gestern Abend laufen auf Sat.1. Die zweite Folge. Das ist wie Dschungelbuch, bloß aber im Brutaler. Dschungelbuch im Brutal. Okay. Nicht Dschungelbuch, das Dschungelcamp, Entschuldigung, meine ich. Das Dschungelcamp im Brutal. Okay. Auch Promis, aber die zerfleischen sich richtig. Und das ist zurzeit normale Welt, das ist Politik. Erinnere dich, ich habe doch früher immer wieder gesagt, das Wort asozial heißt ja eigentlich immer ganz grob nicht brüderlich. Mhm. Wenn du wirklich asoziale Menschen sehen willst, dann schau einfach eine Bundestagsdebatte zum Beispiel an. Ja. Irgendeine Diskussionsrunde. Ja. Das sind alles asoziale Menschen, die haben dieses einfache Prinzip, sich für die Gegenseite zu interessieren und die zu integrieren, die verschiedenen Perspektiven eins zu machen, das ist Liebe. Da wird nur gestritten um einseitige Standpunkte, es wird gestritten um Selbstentheiligung, um irgendwas, was man sich ausdenkt, zu retten. Meistens erst einmal den eigenen Arsch, aus dem die ganze Scheiße herauskommt. Genau. Das ist das Feuer, die verbrennen, das Brandopfer. Das ist Welt, WLD. Das ist das Brandopfer. Du musst deinen polaren Rand einmal opfern, dich auf Null setzen, dass wir was Neues aufbauen können. Das ist die Geschichte mit dem Haar. Dass du in eine höhere Ordnung kommst, in ein höheres, vollkommeneres Chat. Das ist natürlich immer wieder eine Facette von noch einem höheren Chat ist. Ja, eigentlich ist diese Corona-Symbolik ist eigentlich die Geschichte mit dem Haar genau drin, weil das bestehende Logische wird jetzt in Frage, das funktioniert nicht mehr. Du musst eigentlich dieses Haar zurückgeben und du kriegst jetzt was Neues, oder? Weil du kannst. Aber das Neue kriegst du nicht, wenn du nach Lösungen suchst, die dir logisch erscheinen. Genau. Und jetzt prallen die alle aufeinander. Ja.
Das ist jetzt auch eine Sache der Ansatz, die Hörmanns und die Bobs. Ja. Das ist keine, es ist eine Zwischenlösung. Ich sage, man könnte selbst, wenn ich sage, Basic ausreizen. Das ist Basic ausreizen. Es ist aber immer noch Basic mit sterblichen Menschen, mit Krankheiten, mit allem drum und dran. Wobei in den Ansätzen ja, glaube ich, irgendwo sogar der Hörmann jetzt, den wir uns ausdenken, wieso auch immer erwähnt, dass eigentlich das Ziel wirklich Krankheiten bekämpfen ist. Du hast doch kein Krankheiten bekämpfen in einem System, wo du Krankenhäuser erschaffst, ein Gesundheitssystem erschaffst, das auf Gewinnmaximierung aus ist, auf Geldverdienen aus ist. Eine Pharmaindustrie, die auf Geldverdienen aus ist. Diese Perversion, wo du jetzt merkst, mit den Gesichtsmasken und so weiter, wie die Preise hochgehen, weil sich alle nähern an der Krise der anderen. Übrigens, Alle von Solidarität sprechen. wir denken uns jetzt in Wien den Maskeraden auf, dann so auferlegt, gell? Das ist Fasching. Ja, Fasching, Karneval. Großer Fasching. Ich habe gesagt, am Fasching spielen alle ihre Rollen. Man sagt immer, das ganze Leben, das ganze Jahr über, ist auch so ein Beispiel, das ganze Jahr über von mir ist man eingepfercht in eine gewisse, wie nenne ich jetzt das, in eine gewisse Art von Normalität, wie man sich darzustellen hat. Und am Fasching, wenn Fasching gefeiert wird, kannst du eine Maske aufsetzen und dann nochmal die Sau rauslassen. Und ich sage immer, es ist genau umgekehrt. Es ist, die haben das ganze Jahr die Maske auf und am Fasching zeigt sich, wer sie wirklich sind. Genau. Wenn sie sich hinter ihre Personen verstecken, die Charaktere. Nein. Das immer nur lächeln und immer vergnügt und immer toll und klasse, doch wie es da drinnen aussieht, weiß keiner. Ist auch falsch, einer weiß es, ich weiß es. Bei jedem Einzelnen. Durch Aufblasen und Großmachen in Bezug auf sein menschliches Dasein, auf seinen Körper, meine Frau, mein Haus, sich hier groß machen wollen mit ausgedachten Dingen, da bist du weit davon entfernt. Ich sage da immer, die Kleinsten werden die Größten sein. Und immer dran denken, das Kleinste, was es gibt, ist so klein, dass man es nicht mehr denken kann. Das absolute Nichts. Und dann bist du zwangsläufig alles. Das sind die zwei Seiten. Dann hast du das verstanden, ich träume jetzt nur. Ich bin alles, was ich träume, bin ich. Es sind Teile von mir selber, Facetten, nicht nur die Menschen, die ich mir ausdenke, sondern alles andere auch. Das ist kein Größenwahn, solange du im Hintergrund dann auch wirklich dieses Nichts bleibst. Und du wirst dich dann in deiner Rolle ganz unscheinbar einer von vielen sein, der eigentlich gar nicht auffällt. Ja, genau. Ich meine es also so brösel wie du und ich, der gar nicht auffallen will, Genau. sondern nur Stress. Ja, komm. Ist doch nur Stress, wenn du schaust, wie welche bemüht sind, berühmt zu werden. Wie oft habe ich die Beispiele gebracht, deine Welt spricht zu dir in allen Facetten, in jedem Moment, der in dir auftaucht, wenn du es lesen kannst. Braucht man aber die Vordersprache, wenn das tiefer geht. Ich kann aber auch ohne Vordersprache mich beobachten, mich darauf reagieren und mir klar machen, dass die Gefühle nicht entstehen durch die Reizauslöser, sondern durch meine Reaktion. Das ist das Element da, oder? Und dann ist halt, dass man in dem Moment ist jegliche Form von Bewusstsein weg. Wenn das Ego überhand nimmt, ist jegliche Form, dann ist nur noch das Recht haben wollen da. Und da kann man dann tausendmal in den Offenbarungen lesen, jeder, der Recht haben will, hat kein Recht, sonst wird er es nicht haben wollen. Ich habe so viel Recht, dass ich es herschenke. Ich gebe dir aber bloß die Seiten von dir, die du nicht haben willst, aber genau die Seiten, die du nicht haben willst, sind die Seiten, die du zu deiner Heiligung brauchst. Genau. Dann spitzt sich das Meer immer im Meer mehr zu, bis es nur noch dieser Punkt, diese Spitze ist. Merkst du, was in dem Satz drin steckt? Dann spitzt sich das Meer immer mehr zu, bis es nur noch ein Punkt ist. Das ist all, allhin. Ich spitze es ein. Die Metapher mit unserem Wasserspiegel, Ja. da machen wir schon eine Fläche mit einem oberhalb und einem unterhalb, aber dann sage ich immer wieder, das ist der Punkt im ersten Tetraeder.
Im absolut ersten Tetraeder. Aus dem zuerst einmal die vier Seiten entspringen und dann innerhalb, dann baut sich unser System auf. Was man übrigens wunderschön auch mit meinen Spiegelbeispielen darstellen kann, dass man sich auch vorstellen kann, optisch, wie das zu verstehen ist. Das ist kein Zufall, das ist von langer Hand seit Ewigkeiten vorbereitet worden von mir. Naja, schauen wir mal weiter, wie der Film weitergeht, wie du weiterspitzt. Man meint eben, ich kann ja nichts tun, du tust jeden Moment was, du reagierst. Und am besten ist, man lässt sich überraschen. Das ist, man öffnet sich und man nimmt, was Neues auftaucht. Ich muss ganz auf eine Antenne kriegen, ob ich wieder was ablehnen. Ob ich was nicht haben will. Ich sage immer wieder selbstverständlich, zweite Seite kannst du zu was Nein sagen, aber nicht, weil du es ablehnst. Sondern weil du sagst, das habe ich nicht mehr nötig. Ich brauche kein Nuki mehr, ich brauche kein Windel mehr. Dann lehnst du ja die Windel und den Nuki nicht als Ding an sich ab, sondern du sagst, da bin ich rausgewachsen. Ja. Dann kannst du ohne Selbstüberschätzung und Selbstanmaßung sagen, das habe ich nicht mehr nötig. Mhm. Wenn du was ablehnst, weil du es nicht haben willst, dann hast du ein Problem, weil dann tust du letztendlich die beste Medizin, die es gibt. Mhm. Ablehnen. Mhm. Die beste Medizin, die es gibt, ist nämlich genau das, was du jetzt bekämpfst und was du nicht haben willst. Das ist die Kehrseite, die du für deinen Heilungsprozess benötigst. Genau. Also kann ich auch des Kaisers geben, was des Kaisers ist. Es ist immer wieder, ich merke, es sind auch eh bloß alles des Kaisers neue Kleider. Ja. Das, unser Kaiser ist erzeugt permanent Karleit. Ja. Unsere Willen, wenn du dich an die Massenmedien hältst und genauso erzeugst du Kleid, ein Leid, das dich einhält, wenn du dich an die Verschwörungstheoretiker hältst. Weil was die gemeinsam haben, sie bekämpfen Feindbilder. Sie streben einseitige Ziele an. Und sobald du dich wieder über irgendeine Figur, über einen Brösel aufregst, der in dir auftaucht, dann hast du immer noch nicht begriffen, dass du der Autor bist, der dieses Theaterstück mehr oder weniger vor sich hinstellt. Dass sie so sein müssen, wie sie sind. Was soll mir das jetzt sagen? Es sind deine Lehrer. Geh hin und sag Danke. Ich würde mir ja nie groß anmaßen, mit einem Krause zu diskutieren, weil an den seinen Intellekt traue ich mich nicht dran. Ja. Das ist ein heißes Eisen. Selbsterkenntnis. Steckt natürlich ein Michael mit drin im Vornamen. Das ist ja immer wieder, dass sich der Vor- und der Nachname, der dreht sich ja sehr intensiv. Mhm. Da müsste man das Prinzip verstanden haben, wenn ich immer unser, sage, unser Holger Kallus. Mhm. Ich sage, du musst erst einmal dein Nachname werden. Nach ist der ruhende Name. Mhm. Karl ist verbundenes Bewusstsein. Da ist halt sehr, sehr viel Holger noch da. Harl, GR. Ja. Das sind immer so meine Hauptpersonen. Ja. Negativ und positiv hat das nichts zu tun. Es geht einfach nur um Puzzlestücke. Genau. Es ist halt eine Matrix. Es ist halt einfach eine Matrix. Und jetzt kann der Wechsel passieren in die nächste höhere Ebene. Oder auch nicht. Du hast es in der Hand. Du magst mit Sicherheit nichts verkehrst, wenn du zuerst einmal gar nichts, wenn du abwartest. Genau. Einfach geschehen lassen. Geduld üben. Demut üben. Das ist ja immer die Motivation, wenn wir jetzt was von uns geben, was ja zwangsläufig in dem Traum passiert, immer daran denken, der träumende Geist kann sich nicht raussuchen, was er träumt und eine Figur, die von dir ausgedacht wird, das gilt auch für dein eigenes Ich in diesem Traum, ist ein Dasein müssen. Uns geht es ja darum, dass du der wirst, der das beobachtet und lernt. Lernen tut nur der, der jenseits dieser Welt ist. Lernen tut der, der jenseits seiner eigenen Traumwelt ist. Das ist das eigentliche Jenseits. Und dann schaue ich, was ich jetzt tun muss, was ich, und ist jetzt das schon aufbauend auf einer Erkenntnis, das heißt immer wieder, unterstütze ich mich in den anderen in Form anderer Personen, was ist meine Motivation? Man muss sich immer fragen, warum mache ich das, was ich jetzt mache? So wichtig. Will ich einem anderen wirklich helfen? Nicht in dem Sinne, dass er so wird, wie ich ihn haben will, das sind die ganzen Missionare,
Ich will ihn ja aus dem bösen Glauben herausholen in den guten Glauben. Das gibt es ja bei Holofeeling nicht. Ich will ihn aus der Welt herausholen in eine andere Welt, in eine vollkommen neue Welt, in eine höhere Welt, nenne ich einmal. Ab in eine absolute Welt. Und da ist nicht immer unbedingt gut, wenn man hier einen Wünschen erfüllt. Habe ich doch früher mal das Beispiel, kommen wir jetzt in den Sinn mit einem Vater, wir denken uns jetzt an einen Vater, der dann Sohn, der ist hochgradig rauschgiftsüchtig, in den Clubs drogenabhängig geworden und der braucht, der hat natürlich nur die modernsten und die teuersten Drogen, die er sich reinschmeißt, weil der Papa ist ja reich und jetzt ist er extrem süchtig. Hilft der Vater jetzt seinem Sohn, wenn der leidet, weil er keine Drogen hat? Er will ja, dass sein Sohn gut geht. Hilft ihm, wenn er ihm das Geld gibt, dass er weiterhin Drogen kaufen kann oder wenn er ihn auf Entzug schickt? Wann helfe ich wirklich? Und diese Welt ist hochgradig drogensüchtig. Die Drogen nennen sich Handys, Konsum, Konsumwachstum. Glück wird ja erzeugt, indem ich konsumiere. Ich sage immer wieder, was du nicht kennst, vermisst du nicht. Ich fange jetzt nicht wieder an, dass ich sage, lass uns hier einfach mit in die 70er Jahre gehen und schau dir die Welt an. Wenn du das als junger Mensch erlebt hast, wenn du dort das Alter schon hattest, ist natürlich klar, für einen, der jetzt 20 ist, sind die 70er Jahre ja Mittelalter. Nein. Aber du wirst feststellen, wenn du da drin steckst, dass die Welt komplett gleich ist. Du könntest jetzt bis ins Mittelalter zurückgehen. Oder in das Jahrtausend ausgedachterweise. Da läuft das Leben kommt normal ab. Und wenn es kein fließendes Wasser gibt, du vermisst etwas nicht, was du nicht kennst, wenn du kein fließendes Wasser, dann gehst du halt zum Brunnen raus und holst das Wasser, es ist das Normalste der Welt. So wie in den 70er Jahren wir mit dem Auto weggefahren sind, wenn ich sage, und man ist in die Disco gegangen und da hat es Platten gegeben und Lichtanlagen gegeben. Da war alles ganz normal. Man ist mit dem Flugzeug in Urlaub schon geflogen. Ich habe so oft gesagt, 76 war das erste Mal in Amerika als Brüssel-Uder. Und dann mache ich mir Gedanken, wie ist eigentlich die Infrastruktur aufgebaut und dann stelle ich ganz schlichtweg und einfach weg fest, dass da praktisch keine Computer in irgendwelchen Betrieben oder Büros gestanden sind. Dass es keine Handys gegeben hat. Aber man hat es nicht gekannt und was du nicht kennst, vermisst du auch nicht. Und jetzt kommt natürlich, wenn du einmal drogenabhängig bist, ja, das ist ja jetzt viel besser, das ist ja unvorstellbar, dass man ohne Handys und ohne Computer überhaupt lebt. Das wird ja gar nicht mehr funktionieren. Es wird jetzt nicht mehr funktionieren. Jetzt sind wir wieder bei unseren Heroinsüchtigen. Ja, ohne meine Droge geht es doch gar nicht. Ob das glücklicher macht, ist eine andere Frage. Das ist eine Scheinglückseligkeit. Und solange die Elite deiner Welt nur immer das einzige Spiel hat mit Geld, selbst beim Hörmann geht es dann immer noch um Geld. Er sieht es zwar jetzt schon so, wie ich das vor 25 Jahren beschrieben habe, dass ich sage, Geld ist ein Maßstab für Wert, aber das Ding an sich überhaupt keinen Wert. Ja. Das ist ja, vor 25 Jahren habe ich da schon drauf hingewiesen. Aber dass es doch gar nicht um das Konsumieren geht, sondern um die Glückseligkeit. Wie bin ich wirklich glücklich? Bin ich glücklich, wenn ich mir ein neues Auto kaufe, groß ist? Oder bin ich glücklich, wenn ich begreife, dass ich alle anderen bin, wenn ich einen anderen glücklich mache? Und ich mache den nicht glücklich, wenn ich ihm diese Konsumwünsche erfülle. Ja, das genau. Das wirkliche Glück, Redo, das ist es heutiger, wenn du zu verstehen anfängst, was der Sinn des Lebens ist. Muss ich dir das erzählen? Muss ich das den Charakter Diana erzählen? Ich könnte jetzt noch einige Namen nennen. Dass man wirklich einmal den Sinn des Lebens begreift. Das zu lernen, dass eben das kein Glück ist. Es ist vergänglich, so vergänglich, wie die Sachen sind, die in dir Glück auslösen. Die Droge hört zum Wirken auf und die Gegenstände, die du hast, ist immer die Gier nach mehr. Ich brauche immer mehr. Jetzt denk an das Bodybuilder-Beispiel, ich bin du, glaube ich, ist das. Ja, ja. Ja, genau. Die Sucht schreit immer nach mehr. Bisschen bei Bodybuilding. Wenn du da mal in dem Wahn bist, deinen Körper aufzublasen, wenn du an deine natürliche Trainingsgrenze stößt, dann haust du dir Anabolika rein. Nur mehr, es muss wachsen, noch mehr, noch mehr. Und dann setzt der ganze Körper, alle wichtigen, lebenswichtigen Organe fangen zum Aussetzen an und du schreist immer noch nach mehr. Das ist das, was zurzeit passiert in der Konsumindustrie. Absolut. Und jetzt machen sie schon wieder Gedanken, was das größere Problem ist. Die Brösel, die sterben. Und da muss ich immer wieder sagen, die Zahlen, die jetzt zurzeit immer, es ist ja nur ausgedacht, egal was du liest, egal was du magst, du holst dir aus Medien und Basien, das ist die Welt von Esther. Das ist die Welt von Esther. Du holst dir aus Medien und Basien, hast du Schriftzeichen auf einem Monitor, auf einem Fetzenpapier und dann baust du dir deine Welt auf und bist voller Hass und voller Angst und weißt du dann schuld? Ja.
Schau doch einfach, was jetzt da ist, was jetzt da ist und was du draus machst. Der Zeichner Becker. Das ist keine Frage von Glauben oder Religion. Wir reden von dem, was ist. Und solange du das nicht wahrhaben willst, wirst du leiden. Glaub es mir. Du wirst leiden bis in alle Ewigkeit. Ich drehe jetzt die Spannung vom Weidezaun gewaltig hoch, wenn du dich nicht richtig entscheidest. Mhm. Und entscheiden ist nicht für dieses oder jenes sich zu entscheiden, weil das keine wirkliche absolute Entscheidung ist. Die absolute Entscheidung ist, das ist ja gar nicht, wenn ich es nicht denke. Genau. Die Frage, ob ich das oder das nehme, stellt sich doch gar nicht, weil in dem Moment, wo ich es nochmal denke, ist es ja eh schon wieder weg, was ich angeblich genommen habe. Ich nehme alles. Wie heißt es hier in dem Hans-Beispiel, wo den Hans die Erleuchtung kommt? Das eigentliche Problem in mir erkennt dieser Hans ganz am Anfang von Ich bin du. Weil ich ja nicht an das Falsche glauben will, an das Fehlerhafte glauben will. Was ist das Richtige? Was ist die richtige Wahrheit? Und jetzt kommt das Heureka, wieso will ich bloß eine Wahrheit, nur einen Glauben haben, wenn ich doch alle haben kann? Warum bin ich so falsch bescheiden? Genau. Was ist ein allumfassender Glaube? Holofeeling. Ja. Genau. Da muss ich eigentlich auch, wenn man das verstanden hat, muss ich keiner angegriffen finden durch Holofeeling. Weil jede Religion müsste eigentlich sagen, hier, ich bin ja ein Teil von Holofeeling. Ja. Ein systemrelevanter Parameter. Hey, ich bin ja Kabelstecker. Ja, die lehnen das wichtigste Heilmittel ab. Das Holofeeling wird es ja ohne mich gar nicht geben, das wird ja kaputt gehen. Das kann jede Religion sagen. Weil es eben das Übersystem ist, das Summa Summarum, wie ich das nenne. Und jetzt ist natürlich ganz interessant, dass dich Holofeeling lehrt, dieses Ich bin Holofeeling. Zumindest jetzt für meine Welt. Mhm. Ich bin das Ganze. Holo. Jetzt träumender Geist bist du die Quelle für das, was du träumst, aber noch nicht der absolute, weil da muss ja dann einer da sein, der sich den träumenden Geist ausdenkt. Ja. Jeder träumende Geist ist wieder eine Facette von dem, der sich diese träumenden Geister ausdenkt. Genau. Diese Hierarchie muss verstanden werden. Und da kannst du die Fehler sagen, mir fällt jetzt wieder spontan ein, hier mein Schachbrettbeispiel hier mit der Menschheit, mit der Bevölkerung, diese Menschen hat es vor 1000 Jahren gegeben. Ja, ja, super. Das ist eins, zwei, vier. Wenn man nur solche Sachen arithmetisch, du kannst in einem vor die komplette Naturwissenschaft widerlegen. Ja. Den Darwinismus. Aber nicht irgendwelche Gedanken, die du dir ausdenkst. Das heißt, du musst erst einmal testen, ob das wirklich nur KI sind, ob es nur Gedanken sind oder ob da wirklich ein Hauch von Geist hinter den Masken mit drin steht in unserem symbolischen Multiplayer-Spiel. Ja. Bei meinen Automatismen beim Autorennen bin ich jetzt der einzige Geist, der mit seiner KI diesen Automobile steuert und die anderen sind nur wirklich programmierte KIs, natürlich immer Spiegelbilder von meiner KI. Das Regelsystem, dein Regelsystem gilt ja für die anderen. Dass ich immer wieder sage, oder beim Fußballspiel, wenn du Videospiel Fußball spielst, da sind erst einmal ein KIs dieselben Regeln. Immer nur, wenn möglich, aufs gegnerische Tor spielen, den Ball nicht von einem Gegner abnehmen lassen, wenn ich den Ball abgeben muss, nur ein Spieler von mir, von meiner Mannschaft anspielen und Tor schießen. Beim Autorennen möglichst weit vorne fahren, möglichst viele überholen, keinen Crash bauen, sich nicht überholen lassen. Das ist so ein Grundprogramm. Das sind die Spiegelbilder in dir. Und jetzt kannst du schauen, die Welt um dich herum sagt jetzt erst einmal, was ist jetzt dein altes Programm? Das kannst du ja schon, das läuft ja noch. Ich brauche Geld zum Überleben. Das und das und das, was meins ist. Ich kämpfe darum, dass ich das nicht verliere, sondern dass das immer mehr wird, was mit unserem rotgeschriebenen Mehr natürlich nichts zu tun hat, sondern das es häuft sich immer mehr Scheiße auf. Nein. Wachstum, wir setzen auf Wachstum. Zeichen mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass es geistlose Nonsens sind. Wie viel muss ich dir jetzt noch einspinnen von solchen Beispielen, dass dir das endlich einmal bewusst wird, dass du von denen nichts zu erwarten hast? Jeder bläst sich auf und dann hier gerade jetzt, was Hörmann wieder übrigens unser kleines, muffiges Kerlchen so schön sagt, dass die Politiker, die Entscheidungsträger, haben das mittlerweile komplett zu den sogenannten Fachleuten verlochert. Ja, klar. Das stellt er sich immer wieder so, ich sage jetzt nur als Stichwort von der Leyen. Ja. Das sind die Fettaugen,
die von einem Posten in den anderen reingewählt werden, in einen gewissen Bund, in einem faschistischen Bund von Politik. Genau. Der sich wieder in Facetten aufteilt, die man Parteien nennen. Ja. Bis nach oben kommst du entweder durch Arschkriecherei oder wenn du über Leichen gehst. Und dann wird nur ein Posten zugeschachert, hauptsächlich uns geht's gut. Alles unter den Deckmängelchen, wir sind ja fürs Volk. Genau. Plötzlich kümmert man sich um die Menschen, die sterben durch den Coronavirus, dass man möglichst viele retten. Sterbliche Säugetiere retten wollen. Und dann, wenn Zahlen, die zurzeit in der Luft sind, selbst jetzt, wenn wir nach Italien uns Italien ausdenken, ist das immer noch so lächerlich. Dann recherchier mal, je nachdem, welche Quelle du hast, wie viel in Deutschland nur durch Fahrrad- und Motorradunfälle umkommen. Ja. Dann müssten wir sofort die Fahrräder und die Motorräder verbieten, weil die wesentlich tödlicher sind wie der Coronavirus. Jetzt rein, wir können jetzt da eine Bewegung reinbringen, je nachdem, wo du den Fokus drauf legst. Ja. Ist es das wert, die komplette Wirtschaft zu zerstören? Wenn ich jetzt normal denke, ist sowieso natürlich alles ein Sinn, dieser Zwangsentzug. Ja, ja. Immer, solange du noch meinst, ist es positiv oder negativ und du wirst feststellen, in den Hauptmedien, das sind immer zwei Parteien. Den einen geht es um die Gesundheit der Menschen, sag ich Blödsinn. Eigentlich geht es jetzt, was kommt da noch? Weil es ist ja der das absolute Wegrationalisieren von dem, was wir Ökonomie nennen, geldmäßig. Es ist ja ein Hexenkessel, das ist ja jede Kleinigkeit, wo du wegziehst. Wenn man jetzt Adidas zum Beispiel rudert zurück wegen der Moral, weil sie die Mieten nicht zahlen wollen. Ja. Da muss man auch tiefer gehen. Du musst immer wieder unterscheiden, sagst du mal, wenn man das Leid allgemein verstreut mit Mieten zahlen. Jetzt bezug auf diese Großkonzerne wie Adidas. Ich mache jetzt nur Bilder durch Worte in deinem Kopf. Geh einfach den Gedanken mit. Diese Großkonzerne wie Adidas, denen ihre Geschäfte sind meistens in Immobilienanlagengebäuden, in Innenstädten, das sind eh bloß Versicherungen und Banken, wo die Miete kriegen. Also da wäre es eigentlich wurscht, wenn sie es nicht zahlen. Das ist ein Unterschied, wenn ich wieder hier einen Privatmann habe, der mehr oder weniger als Rente oder Altersversorgung hier sein Haus vermietet und braucht diese Mieteinnahmen, um seinen Lebensunterhalt zu stützen. Aber weißt du, bei wie vielen das der Fall ist, was größere Geschäfte sind? Wie Adidas und H&M und so weiter, wie sie heißen, das sind die allerwenigsten Geschäfte in den Innenstädten, sind in irgendeiner Privathand. Okay. Außer wieder reine Geldanlageobjekte für Superreichen oder Banken oder Versicherungen. Na klar. Aber was ist dann mit den ganzen Kneipen und den kleinen Geschäften, die jetzt tot sind? Die sich gerade so über Wasser halten konnten. Jetzt wird natürlich gestützt, ne? Bringt der Hermann schön jetzt, der Staat springt ja jetzt ein. Mit was eigentlich? Indem er Geld aufnimmt und dann die Zinsen dann nachträglich wieder den Leuten alle aufhaut? Wieso eigentlich die Zinsen? Habt ihr denn immer noch nicht begriffen, dass in meiner Bibel, in meiner heiligen Bibel, Zins eine Todsünde ist? Hat es die katholische Kirche verstanden? Es wird alles so weggewischt. Es wird alles so, das ist so, wie blöd müssen Menschen sein, die dann nach wie vor in ihre Gotteshäuser und ihre Kirchen reinrennen, weil sie so programmiert sind. Jetzt kann ich sagen, schau dir wieder ultraorthodox an. Es gibt nicht nur ultraorthodoxe Juden, sondern auch ultraorthodoxe Christen, wobei hier die Katholiken das genauso meinen wie die Zeugen Jehovas und die ganzen anderen Haupentaucher, die es sonst noch gibt. Ja. Es sind geistlose Figuren, geistlose Zombies, einfach nur Protagonisten in deinem Traum, Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, das hast du zu erkennen. Aber zuerst einmal musst du wissen, was du selbst bist. Du selbst, der sich das alles jetzt wohlgemerkt unter Zwang ausdenkt. Mhm. Wieso unter Zwang? Weil du als träumender Geist dir das nicht raussuchen kannst, was du träumst. Mhm. Aber du kannst dir es raussuchen als der sich jetzt selbst ganz bewusst als träumenden Geist ausdenkt. Mhm. Dann bist du nämlich eins drüber. Mhm. Aber wo suchst du dir etwas heraus? Aus dir selbst. Du hast keine Vorstellung, wie viele Welten in dir noch drin sind, wie viele Vorstellungsmöglichkeiten in dir drin sind. Mhm. Also, wie du gesagt hast. Aber dazu braucht es eine neue Logik. Eine neue Logik ist wie ein neues Leben. Ja. Umso komplexer die Programme werden, umso besser werden die Videospiele. So schaut's aus. Wenn die wirklich vollkommen neu sind, dann kannst du dir die nicht vorstellen. Und jetzt können wir wieder in unser menschliches Leben gehen. Ich sage einfach dieses Wachstum. Ein Embryo
in der Matrix, kann sich nicht vorstellen, wie es ist, wenn er abgenabelt ist. Der Säugling, der in der Windel, ich kann sich nicht vorstellen, wie es ist, wenn man in die Schule geht. Es existiert für den Säugling überhaupt nicht. Das ist das, was doch in dir schon dein ganzes Hier und Jetzt ausgedachtes Leben aufgespannterweise zeitlich gedacht passiert ist. Meinst du, dass das, was du jetzt, wenn du sagst, ich bin jetzt der Reda oder die Diana, was du jetzt dir vorstellen kannst, dass du dir das schon vor 25 Jahren vorstellen hättest können? Vor Holo-Feeling. Es ist doch schon passiert, dass du jetzt ganz andere Sachen dir vorstellst. Erklär es denen, die es wert sind, dass man es ihnen erklärt und nicht irgendwelche, wo du meinst, du müsstest überzeugen, weil dein Trockennasenaffenprogramm dir sagt, das ist meine Familie. Du warst Rede und zuerst das Thema. Da bist du ganz normal, spielst deine Rolle weiter, kümmerst dich drum, hilfst, aber nicht diskutieren. Einfach, lass das Thema einfach. Wenn man kann das überprüfen, weil man gerade einfällt, was macht dein Bruder? Ist er noch dabei ein bisschen? Ich habe jetzt wieder länger keinen Kontakt gehabt mit ihm, aber wer ist gut gegangen. Dann ist jetzt längere Zeit gut gegangen. Ja, genau. Was machen deine Eltern? Haben die sich beruhigt? Ja, total. Alles, Gott sei Dank. Einfach spielen. Die müssen spielen. Man mit Gewalt glücklich machen. Kann man noch die Geschichte jetzt erzählen, wo dann hier der Umzug, wo der Reda zu mir sagt, das ist so eine geile Wohnung, wo die Diana, die er rausgesucht hat, den Eltern, ich würde sofort einziehen und die wollen mit aller Gewalt aus ihrer alten Hütte nicht raus. Vielleicht finden sie es jetzt etwas mehr zu schätzen. Ja, und wie, vor allem gerade die ganze Situation und so wie du immer sagst, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Kriegen sie jetzt doch schon langsam. Weißt du, ich weiß auch nicht, dass diese Kinder von mir immer alle zu ihrem Glück gezwungen werden müssen. Ja. Gott. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Ich beende mal die Aufnahme. Alles klar, wollte ich gerade vorschlagen. Ist ein guter Einfall gewesen.